Herzlich willkommen zum nächsten Spiel unserer New York Rangers, heute zu Gast in Philadelphia bei den Flyers. Es ist das Duell der Division, das Duell um Platz 1. Die Statistiken sind fast identisch, wie wir gleich sehen werden. 29, 16, 5 und wir haben dann halt die 6. So ist es nun mal und in diesem Spiel liegt der volle Fokus auf dem Spiel. Es gibt keine anderen Themen in dieser Folge, denn wir haben eine gewisse Losing Streak wieder gut zu machen. Wir sind so in unserem ersten Tief der Saison angekommen, nachdem wir diesen Schwierigkeitsgrad auf das Ultimativste, auf das Stärkste, auf das Schwierigste, was es gibt, gestellt haben. Und darauf müssen wir jetzt erstmal klarkommen. Wir müssen uns daran gewöhnen und dann pünktlich für die Playoffs wieder fit werden. Sind noch ein bisschen hin, die Playoffs, aber die Zeit vergeht natürlich nicht langsamer, ne? Sie geht auch nicht zurück. Sie geht schnellen Schrittes Richtung Playoffs. So, und dazu gilt es hier, die Flyers zu schlagen, inklusive Hamburger, den wir hier gerade sehen, und Co. Die Reihen bleiben wie gewohnt. Auch der Goalie bleibt, wie wir gleich noch sehen werden. Steve Mason steht uns gegenüber, 20-14-1. Relativ solide Statistik, gut im positiven Bereich. Fangquote gut, Shutouts gut. Gegentorschnitt auch relativ gut, da liegen wir drunter, aber das hat nichts zu bedeuten. Denn gegenüber Number 30, Henrik Lundqvist, kriegt leider ein paar zu viele Niederlagen in letzter Zeit dazu. Die Fangquote 87,5% ist okay. Ne, eigentlich müsste man 90% haben, aber ist ja ein Spiel. So, Zuccarello, Stepan Nash, los geht's. Hinten aufpassen, vorne treffen. Darauf kommt es an. So, und direkt gut stehen hinten. Hier, guck mal, keine Anspielstation. Zack, abgefangen. Nash nach vorne. Oh, der war schon riskant. Und das erste Abseits. Ja, egal. Kein schlechter Beginn. Ersten Sekunden gespielt. So, Derek Stefan. Direkt nach vorne da. Guck mal, 5-3-2, genau die gleiche Bilanz wie wir, glaube ich. Jedenfalls im letzten Spiel hatten wir die Bilanz von 5-3-2 aus den letzten 10 Spielen. So, Ryan McDonough und machen wir mal mit Tiefspielen hier. Oh, da kommen sogar rum. Oh, da kommen direkt zwei Spieler. Kriegen ihn trotzdem nicht. Ansonsten dürfen wir da eigentlich nicht mit zwei Spielern direkt hin. Und direkt nachsetzen. Zurück. Zuccarello, komm mit, du bist schnell. Jawohl, schön blockiert. Der passt zurück. Rick Nash steht einfach schön im Raum. Und abgefangen von Matt Zuccarello. Raus jetzt. Komm. Zieh direkt weg. Jawohl. Warum nicht so? Oh, schade. Und dann geht er nicht rein. Schön abgeblockt. Zuccarello hinterher. Als einziges bitte. Oh, was ein Check. Und es gibt die Strafe. Jo. Das ist gerechtfertigt. Da sind wir ein bisschen übermütig reingegangen mit Matt Zuccarello. Volle Kanne von hinten. Was gibt's dafür? 2 Minuten Bandencheck, wa? Ja, da stehen sie direkt auf. Jo. Ja, solange es nicht 4 Minuten sind. Aber jetzt müssen wir natürlich noch mehr aufpassen. Wir machen es uns nicht gerade einfacher, unser aggressiver Beginn hier. Kevin Klein direkt rausbringen, jawohl, der geht schön die Bande runter. Steve Mason geht hinter das Tor, aber auch wir kommen da angerannt. Den holen wir uns. Oh, holen wir uns nicht. Aber wir rennen direkt hinterher. Sind schon wieder in unserem Bereich drin. Oh, Dan Girardi, Dominic Moore und raus. Genau so. Jetzt setzt Dominic Moore einmal nach und wieder zurück. Das soll schon reichen. Zack, guck mal, da ist er direkt wieder hinten mit dabei. Stört und Lindberg, der Nächste, der ihn tief spielen kann. Über 3/4 schon wieder jetzt geschafft. Jetzt. Lindberg wartet hinten auf den Puck. Und da kriegen wir eine schon. Wenn auch nur kurz. Aufpassen. Oh, nicht noch eine Strafe kriegen. Dominic Moore, schön gestört. Einmal rüber. Max Soll, oh, bisschen lahmarschig die Bewegung. Oscar Lindberg, da kommt Matt Zuccarello aus der Box. Der Pass. Oh, da liegt er. Das war riskant, der Pass. Aber wenn er da so liegt, warum nicht? So, weiter, Jende. Weiter, weiter. Das wird deiner. Jawohl. Klappt doch. Sehr schön. Der Pass nach vorne, Derek Brassard. Und wieder einmal um die Rundung. Denn da kommt Oscar Lindberg, hält ihn. Um die Rundung, Derek Brassard. Lindberg. Oh, und da stehen wir schon wieder auf der Linie und machen ihn nicht. So, aufpassen hinten. Oh, zu offensiv gegengegangen. Aber Jende kommt mit. Und steht wieder hinten. Ja, jetzt spielen sie sogar hinterm Tor lang. Hamburger. Miller mit dabei. Nicht schießen lassen. Schön. Miller auf Brassard und jetzt geht's los. Chris Kreider. Komm. Oh, oh, oh. Den haben wir verloren. Den Puck. Jesper Fast wartet hinten schon wieder in der Defensive. Oh, oh, oh. Da kommen sie.
Und wir haben ihn mit Jesper fast. Dominic Moore und die vierte Reihe ist drauf. Tanner Glass. Ja, hat er wieder verloren bei seinem Deke da, aber macht nichts. Direkt zurück. Max Toll sieht so aus, als wenn er den kriegt. Jawohl. Dominic Moore, da hüpft er ihm über den Schläger. Ärgerlich. So, aufpassen hinten. Da rennen sie schon wieder wie in der Gegend alle nach vorne. Wir wollen hinten sicher stehen. Oh, Max Toll. Riskante Drehung. Tanner Glass vorne, Dominic Moore. Schöner Pass. Jetzt ist er durch. Zack. Oh, wieder nicht fallvoll geklappt. Das klappt irgendwie seit dem Schwierigkeitsgrad auch wieder nicht mehr. Komm, Stoll, hinterher. Ruffle ist im Spiel gegen die New York Rangers im Real Life in einem der letzten Spiele umgekippt. Oder was heißt in einem der letzten Spiele? Schon mal in einem Spiel gegen die New York Rangers. So, da außen, Oscar Lindberg. Schön, drüben Kevin Hayes. Oh, und dann macht er nicht. Beziehungsweise er kommt gar nicht zum Schuss. So, Lindberg mit hinterher, die letzten Sekunden laufen. Dan Girardi nochmal mit dem Check, sehr schön. Oh, einfach vorne halten, wollte ich gerade sagen. Nicht noch ein Gegentor. Na, mit 0 zu 0 ist kein schlechtes Drittel. Wir haben vorne auch ein paar Chancen. Hinten passiert auch nicht so viel. Teilweise sieht es so aus, als wenn wir anfangen zu schwimmen. Aber wir stehen noch relativ sicher, kompakt, lassen nicht so viel zu. Die Konzentration muss hoch bleiben. Und vorne vielleicht mal so ein Five-Hole wieder reinmachen. Da sieht man es, wir hatten ein paar Chancen, da müssen wir ein bisschen abgezockter werden vom Tor. Und dann läuft das hier auch weiter. Weiter geht's direkt mit dem zweiten Drittel. Es gibt mal wieder einen Sieg zu holen. Gerade in diesem Spiel geht es wieder um doppelte Punkte, wie man so schön sagt. Ein Vier-Punkte-Spiel, wir können nämlich gewinnen. Und gleichzeitig können die Flyers keinen Punkt gewinnen. So, zu Grillo. Oh, direkt wieder zurück. Alles gut noch. Dan Girardi tief spielen. Ja, Mason hat ihn, lässt ihn liegen. Zuccarello war da hinterher gerannt. Stepan direkt mit zurück. Gute Aufteilung. Aufpassen. Komm, wegstochern. Jawohl. McDonough und Girardi mit guten Schlägern. Da liegt er auf der Linie. Aber Stepan auf Zuccarello. Und drüben kommt Nash, oder? Jawohl. Komm, in die Mitte. Nach außen. Oh, dann haben wir eine verloren. Wir dürfen es uns nicht zu komplizieren. Machen uns Stepan wieder mit zurück. Unser Center hier gut mit hinten dabei. Oh, und da kommt er wieder durch wie sonst was. Den halten wir fest. Und wechseln. Es wird eine Frechheit, dass der dadurch zwei Spieler so durchkommt. Und wir hatten ihn schon fast. So, Brassard leider nicht mit dem Bulli gewinnen. Oh, gut geblockt aber. Komm weiter. Schön. Kevin Klein über die Bande auf JT Miller und raus. Und vielleicht halten wir den ja mal ein Momentchen. Oh, Lupfer vorüber. Aber gehalten haben wir ihn trotzdem wieder nicht. Aber wir kriegen ihn. Max Doll. Oh. Hat ihn trotzdem noch. Ja, riskanter Pass zu JT Miller, beziehungsweise das heißt riskanter Pass, davor die Bewegung war ein bisschen riskant, der Pass, oh, nicht drin, Steve Mason mit dem Save. Dann machen wir es teilweise aber auch wieder zu schön. Vielleicht sehen wir es nochmal, so einer muss eigentlich dann rein. Nochmal der Pass rüber, ja, und da ist er mit den Pads drüben. Ah, den müssen wir da mal durchschummeln. Und Lindberg, Hayes und Stolberg, unsere dritte Reihe. Zeigt, was er könnt. Kein Bulli gewinnen. Oh, konnten wir uns trotzdem nicht holen. Schön blockiert da. Gegner, Oscar Lindberg. Oh, Stolberg hält die drin. Lindberg, Hayes, Stolberg. Oh, diese Aktion hätte wieder ein Tor verdient gehabt. Aber was soll ich anderes machen? Außer nach oben rechts lenken da eben gerade und direkt schießen. Bisschen besser konzentrieren beim Lenken vielleicht. Dass wir auch wirklich richtig steuern. So, Le Cavalier. Einmal rum, Dan Boyle. Oh, bisschen falsch gerannt, aber der Check sitzt. Und wir haben den Puck. Oh, hier und dann verlieren wir den ja wieder fast. Diese komischen Drehungen von denen. Die sollen die lassen. Wir hätten den längst gehabt. So, Stolberg auf Oscar Lindberg. Lindberg wieder durch. Der Pass. Oh, Hayes. Ja, einer muss dann schon schießen. Guck mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, was die hier fabrizieren. Wir müssen es durchhalten und letztendlich dann noch treffen. Dominic Moore, komm. Na, wieder nicht. Nur gehalten. Und hinterher. Los, Stürmer. Da bin ich, Dominic Moore. Oh, oh, Garnier. Schön, dass Girardi da den Schläger wieder in der richtigen Position hatte. Also gerade Girardi. Oh, nö. Er war sogar dran. Und dann flutscht er ihm da durch in die kurze Ecke. Also gerade Girardi hat den Schläger immer in einer guten Position. Aber Mann. Ja, da stand er sehr, sehr frei. Oh, und dann rutscht er ihm da durch. Ich glaube es nicht, so knapp. Ja, und jetzt liegen wir mal wieder zurück und jetzt sind wir dran.
Derek Brassard. Nicht mit dem Bulli gewinnen. Wayne Simmons. Schön geblockt. Ryan McDonough. Und Derek Brassard. Komm. Jawohl. Jawohl. Oh Mann. Und dann ist er da zur Stelle. So wollte ich das eigentlich gar nicht. Aber es sah trotzdem gar nicht mal so schlecht aus. So, Ryan McDonough. Oh Gott. Komm, Kreider dagegen. Schön. Und er kommt einfach durch. Das ist doch vom Spiel her. Oh, und da ist er wieder drin. Das ist so ärgerlich. Das ist doch wieder vom Spiel her. Mann. Ich konnte den gar nicht annehmen. Wenn man den wenigstens annimmt. Oder nach dem Check, was ich gesagt habe. Wir können nach dem Check diesen Puck einfach nicht aufnehmen. Ja, wenn die gecheckt werden, die stehen auf und haben den. Das kann ja wohl nicht sein. Und eben checken, wir hätten ihn, aber kriegen ihn nicht. Der wird einfach drüber gefasst oder so. Keine Ahnung. So vom Spiel her, weißt du, nach dem Check kriegst du diesen Puck nicht. Ja, und dadurch halten die den natürlich drin und es steht 2-0. Ärgerlich. Machst du nichts? Nash auf Stepan. Wird gecheckt. Ja, hat ihn. Oh, schlechter Pass. Und weiter gegensetzen. Das war eigentlich so schön und jetzt lassen wir das uns innerhalb von 2 Minuten wieder vermachen. Hier, schöner Check von Kevin Klein. So, Zuccarello. Hier, kommt doch kein Pass mehr an. Oh Gott, holen jetzt. Holen! Wie oft soll ich noch haken? So, Stepan. Oh, das war auch wieder von uns blöd gelöst. Liegt ja nicht alles am Spiel, liegt ja auch an uns. So, das war das Drittel. Das heißt, das dritte Drittel fordert mindestens 2 Tore von uns und kein Gegentor, wenn es gut laufen soll. Los geht's, Derek Stepan. Bulli gewinnt, Girardi. Oh, Nash. Ja, dreht sich da ein paar Mal, geht aber durch. Der Pass, der nicht der Schuss. Ja. Wenn es mal so schnell gehen würde, der Pass, der Schuss. So, Zuccarello mit hinterher. Hier, zu viert oder zu dritt gehen wir da vorne drauf und hinten fehlen sie. So, Girardi, McDonough hilft. Ey, Nash, du musst ihn nur annehmen, da lässt er den dazwischen seinen Schuhen hin und her klimpern. So, ja, da wird er gecheckt. Und hinterher zu Grillo, komm. Ryan McDonough lässt ihn sich zu einfach abnehmen und der Schuss war weit verfehlt. So, schön gestört, Girardi spielt gut. Rick Nash. Und auch der geht nicht rein. Fangern von Steve Mason ist da. Komm weiter. Oh, da rennen sie wieder in der Gegend volle Kanne entgegen. Ryan McDonough. Oh, ein bisschen abseits. Komm weiter. Schön, Girardi. Und weiter geht's. Nach vorne. Mach selber. Der Pass. Oh, kommt wieder nicht an. Die müssen doch nur mal durchkommen. Girardi, der Pass. Oh, der Schuss. Der Schuss. Will nicht. Der Pass. Oh, will auch nicht. Miller. Dan Girardi. Auch das nicht gut gelöst. Diese automatische Bewegung, anstatt Schlagschuss zu machen, rennt er da nach vorne. Oh, Reed. Und Save von Lundqvist. Aufpassen, aufpassen. Oh, da liegt er schon wieder. Lundqvist auf Kevin Klein und weiter geht's nach vorne. Komm, Derek Brassard. Nicht den Check kriegen. Ja. Nach hinten, Lindberg. Oh, und da geht er aber ganz schnell runter. Und direkt wieder zurück mit Max Doll. Kleiner Ausflug. Hier und er rennt wieder volle Kanne entgegen. Was will man da denn machen? Max Doll hinten. Oh, oh, oh. Außen Pfosten sogar. Schön geholt von Kevin Klein. Girardi und Klein gefallen mir besonders gut. Hayes. Ah. Schade. Komm. Schön drin gehalten. Stolberg. Rüber und nicht drüber. Wäre schön gewesen. So, drin gehalten. Schön. Hayes, Stolberg. Hayes, Lindberg. Oh, so eine Aktion muss da nochmal rein. Wir sind ein bisschen zu verspielt. So, hier, Stolberg. Einmal rum. Lindberg. Einmal rum. Hayes. Oh, wird gecheckt. Einmal rum, Lindberg. Da kommt Stolberg. Oh, der Pass kommt nicht rüber. Jetzt, Hayes. Hayes. Der Pass. Oh, immer noch nicht der Abschluss. Zeit rennt uns weg. Immer noch nicht der Abschluss. Oh Mann. Keine schlechten Aktionen vorne, aber halt auch kein Abschluss dabei. Letzte Minute läuft. Lindberg, Keith Yandel. Komm, in die Mitte. Der Schuss und der rutscht nicht durch.
So, hinterher da mit Jendel. Direkt vorne halten. Oh ja, machen wir eben genau die Lücke auf, dass er da durchrennen kann. Komm, schön. Oh oh. Jendel nochmal hinten aufpassen. Na, das wird langsam immer hoffnungsloser, vor allem weil die sich jetzt auch wieder festsetzen. Hat er eben, da haben wir viel Zeit verbraten. Aber da müssen wir einfach selber auch mal treffen und vorher die Schüsse hätten reingemusst. Aber naja, wenn der Goalie die hält, kann ich auch nichts machen. So, zu Grello. Ah, Jendel. Oh, und wieder raus. Oh, da wollten wir den Check aber auch, ey. Das haben wir blöd gemacht. Oh, und er geht ganz durch. Nochmal der Check. Und dann war's das. Henrik Lundqvist. Keith Jendel. Brauchen wir gar nicht mehr nach vorne. Das nächste Spiel wieder ein Top-Team zwar. Das heißt, wir verlieren hier wieder mit 2:0. Wie auch schon gegen die Minnesota Wild in der letzten Folge. Aber da macht man nun mal nichts, ne? Da müssen wir uns jetzt reinfuchsen. Wir haben eine kleine Schwächephase. Das gibt's auch in echt. Das hatte New York auch schon in echt. Ja, und ich denke, unser Spieler des Spiels, Dan Girardi, hat es verdient. Hat gut gespielt. War beim Tor zwar auch auf dem Eis, hat davor noch was bewirkt. Aber naja, hinten ist er letztendlich doch ein. So, gegen die New Jersey Devils. Das ist mal wieder ein Spiel, wo wir gewinnen sollten. Die Flyers mittlerweile auf Platz 1. Kabinenchemie auf 82% runter. Ja, wir müssen die Kurve wieder kriegen, damit es wieder aufwärts geht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!